Hexclock. Eva, was? Exekutivvermächtigung. Empfänger, CEC-Geschäftsführer werden Warren Eckhart. Autorisiert von Captain Benjamin Mathias. Dieser Rickcode gewährt den Empfänger Warren Eckhart bis zum Widerruf durch Captain B. Mathias den leitenden Zugriff an Bord der USG Ishimura. Bitte sichern Sie Ihren Rig und gewähren Sie anderen keinen Zugang zu den gesperrten Bereichen. Für alle Mitarbeiter müssen gesonderte Codes eingeholt werden. Kommentar: Wie gewünscht, Herr Geschäftsführer. Altmann sei gepriesen. Benjamin Mathias. Und nur Textblock. Vorrangige Nachricht von Captain B. Mathias an Captain B. Mathias von Dr. D. Kain betreff Aufschub. Benjamin, nach unserem letzten Gespräch. Ja, ja. Nach unserem letzten Gespräch gebe ich schriftlich zu Protokoll, dass wir den Marker erst in ein oder zwei Tagen vom Planeten heraufholen sollten. Sie wissen, wie gerne ich den Marker untersuchen würde. Und ich verstehe die Dringlichkeit angesichts der Ereignisse auf der Kolonie. Aber genau das ist mein Argument. Was da unten passiert, ist einfach zu ungewöhnlich, um jetzt unüberlegt zu handeln. Wir brauchen Zeit, um die Ursachen und Auswirkungen zu studieren. Nach Rücksprache mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Ciarello und Dr. Valent auf dem Planeten treffen. Ihre Beobachtungen über einen bestimmten Patienten könnten von unschätzbarem Wert sein. Gehst du? Ja. Ich bereite mich vor. Geht das auch unterwegs? Die Asteroiden warten nicht. Finde cool irgendwie die Dialoge. Wert sein, um zu verstehen, womit wir es hier zu tun haben. Terrence. War cool, wenn irgendwas gesagt hätte. Dass wir da gerade was zum Lesen haben oder so. Besatzungsbrück? Masterüberbrückung? Warnung. Mehrere Sicherheitsprotokolle sind fehlerhaft. Einige Bereiche sind möglicherweise unzugänglich. Empfehlung. Erwerb von RIG-Berechtigungen für die Abteilung und Kompilierung der Master-Sicherheitsüberbrückung an dieser Konsole. Okay. Alter. Sie sind nicht autorisiert. Aber interessantes Haas, warte mal. Damit wir die Master-Überbrückung kriegen, brauchen wir die verschiedenen Rigs. Okay. Bin ich gespannt, ob wir alle finden. Aber anhand von Supervisor Dallas, Kommunikationsoffizier Bailey, Bailey ist eine Wrestlerin, Supervisor Benson, okay, so kann man vielleicht erahnen, wo das sind. Okay, cool. Das ist neu auf jeden Fall. So, wir lassen es, glaube ich, in Hammond mehr laden, würde schon dringend alleine sein. Liegt da ein Buch von Unitology, na, ist eh klar. Okay, gut. Hammond, ich lasse es alleine, was auch immer du alleine da machen möchtest, aber hinterfragt es. Gut. Das heißt, aber unser Hauptziel ist jetzt. Achso, Moment einmal. Ist wahrscheinlich Maschinen. Ah, das können wir aber alles schon machen, theoretisch. Oh Gott. Und kann man es irgendwie einklappen? Auch wahrscheinlich nicht. Okay. Haben wir das auch noch nicht? Kann man das Ziel verfolgen? Sehen wir es auf der Karte auch? Ja, es ist die Frage, gehen wir backtracken oder gehen wir weiter? Wir könnten theoretisch ein wenig backtracken. Ich speichere wieder mal ab. Das Fiese ist halt, oder das Coole ist halt, Backtracken kann auch nie langweilig werden, weil, glaube ich, immer wieder Gegner auftauchen. Und nachdem wir munitionstechnisch gerade so gut bestückt sind, wäre es vielleicht keine schlechte Idee, dass wir wegen Backtracken. Was soll's, wir gehen mal da rein. Weil da haben wir auf jeden Fall mal What the hell? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert.
Oh, basilistische Gewalt. Was töten sie? Nee, Knoten. Ich hab leider gar nicht lesen können, wie das Viech heißt, aber holy shit. Und was, das muss genau jetzt ausbrechen, wo ich die Freigabestufe 2 hab. Hätte er nicht schon vorher schon ausbrechen können? Ah, das war das Viech, das wir da von draußen gesehen haben. Nice. Holy shit. Super klingen. So, ich glaube, unsere Plasma-Karte-Munition haben wir wieder erfolgreich verballert, den wir mitgenommen haben vom Lager. Oh, müssen wir vielleicht eh da hin. Oh, werden sowieso da hin müssen, okay. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Atrium? Das ist ein Einkaufshaus in, bei uns in Linz. Okay, wir haben wieder mehrere Aufträge. Videolog. Es wurde aufgezeichnet, Doktor. Das ist Meuterei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen? Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verräterischen Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh mein Gott, er ist... Sie... Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht. Wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security! Da haben wir es wohl gesehen, wie der Captain gestorben ist. Was aber mehr hat zumindest mehr Unfall ausgesehen eigentlich. Okay. So, was machen wir denn da Schönes? Plasma-Karte, Upgrade-Diagramm erweitert für eine neue Spezialfähigkeit. Ja. Und ein neuer Knoten, sehr gut. Und dasselbe ist auch für ein Impulsgewehr. Ah, das heißt, okay, dann sollte man vielleicht doch alle Erweiterungen kaufen, wenn wir da auch immer einen Energieknoten dazu bekommen. Fügt jedem Schuss mit der Zeit Brandschaden zu. Das sagt sich aber ganz nice an. Was haben wir da? Die Feuerrate wird deutlich erhöht. Auch das ist cool. Aber wie gesagt, ich werde jetzt glaube ich mal ein bisschen im Anzug hinein investieren. Und zwar nochmal da hinein, dass wir mehr Dasenergie haben. Okay. Und auf jeden Fall, dass wir mehr Trefferpunkte haben. Und drei haben wir noch. Das geht sich aus. Da ist eine Zone, mehr Luft, ist vielleicht auch ganz praktisch und wieder mehr Trefferpunkte, sehr nice. Dann haben wir eigentlich da jetzt ziemlich gut abgegradet. So. Chinese Wurfschaden, das war interessant. Gut. Und das halten wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr aus. Genau, man sieht es am Rick jetzt, dass wir mehr Falken haben. So. Aber es war jetzt vielleicht klug gewesen, dass wir doch ins Impulsgewehr hinein investiert hätten. Also haben wir gerade nicht so viel Munition. Wir wissen gerade nirgends mehr, wofür Munition. Außer beim Ripper. Gut, jetzt ist die Frage, wie gesagt, pass auf. Wir gehen, da sehe ich schon mal Tür, wofür man die Stufe 2 braucht. Das heißt, wir gehen da jetzt mal hin. Und dann würde ich wirklich sagen, mit einem Serving backtracken. Fuck it. Wir haben gerade 7600 Credits, also wir können gerade nichts kaufen. Aber gut. So, gehen wir mal da rein. Freigabe bestätigt. So, was bekommen wir hier denn Schönes? Impuls-Gewehrmunition. Sehr gut. Brennstoff und Flammenwerfer. Gut. Auch gerne gesehen. Graded sowieso. Goldhalbleiter sowieso. Und Brennstoff ist ja auch ganz gerne gesehen. Gut. Das hat sich da auf jeden Fall schon mal ausgezahlt. Passt aus, dann machen wir es jetzt aber so. Wir gehen jetzt gleich zum Store. Wenn wir schon da sind.
So. Verkaufen den Goldhalbleiter. Genau. Was? Verkauf erfolgreich. CEC-Shops. Für die Menschheit und für sie. Ein kleiner Schritt für den Shop, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und jetzt könnten wir uns eigentlich nur Upgrade kaufen, weil dadurch bekommen wir wieder einen Energieknoten. Das finde ich cool. Nehmen wir einfach mal das Rip-Upgrade. So. Perfekt. Was haben wir für... Okay, wir haben zwei kleine Minifacts, dann nehmen wir da mal nichts mit. So, dann gehen wir jetzt ganz kurz einmal zur Werkbank. Aber wird dann tatsächlich gleich was mein Impulsgewehr hineinsetzen. Und gleich mein Impulsgewehr upgraden. So, yes. Wir können trotzdem kurz schauen, was es da jetzt gibt. Ripperklinge erhalten einen zusätzlichen Querschläger. Nice. Ja, ganz cool. Diese Querschläger sind generell ganz cool. So, die Feuerrate. Gut, ich würde gerne zur Feuerrate rauf, aber ich würde auch gerne einen Schaden nehmen. So. Perfekt. Gut. So, dann würde ich sagen, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir mal zurück zur Brücke. Also nicht zur Brücke, sondern zur Monorail Station. Da waren wir schon drin. Genau. So, und hier würde ich sagen, jetzt fahren wir mal zum Maschinendeck. Was war das gerade? Okay, Junge. Also die Geräusche hätte er immer. Gut, und zwar möchte ich zur Abbaustation, ja. Ist wahrscheinlich eh voll unsinnig, dass ich das mache. Weil wir wahrscheinlich da eh nochmal zurückkommen. Weil wir ja noch teilweise noch versperrte Bereiche haben. Aber was so ist. So. Gleich haben wir's. Nächster Halt, Abbausektor Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. Ja. Gut, da werden wir. So, wo gehen wir zuerst hin? Ah, da brauchen wir Stufe 3. Das heißt, da kommen wir sowieso noch nicht hin. Shit, okay. Dann würde ich sagen, Etage wechseln. Etage 6, da gibt es einmal nichts, okay. Etage 4, da gibt es eine Zweiertür, was ist das da hinten? Kann man zoomen? Ah, ich glaube, das ist diese Masterüberbrückungsding, okay. Aber auf jeden Fall gibt es hier auch eine Zweiertür und die will ich schon öffnen. Das heißt für uns... Habe ich schon mal gesagt, dass ich das schade finde, dass man da nicht irgendwie so einen Art Marker setzen kann. Aber da gibt es einen Lift, das heißt, warte mal. Wir müssen eine Ebene tiefer. Das muss ja gerade laden, glaube ich. Alter. Okay.
Also, da geht's nur rauf, da will ich nicht hin, ich will eigentlich runter. Vielleicht, warte mal. Da glaube ich, gibt es eine Treppe, die runter führt. Da ist auf jeden Fall Gegner. Hier werden wir Impulsgewehr testen, merke ich, abgegradet ist. Aber der muss auch wahrscheinlich erstmal den Weg da hinauf finden. Ach da! Ist doch irre! Kann ich da vorne so herumjumpen. So, sind wir jetzt in der richtigen Ebene? Ja. Einmal noch links. Jetzt noch links, dann noch rechts, dann sind wir eh schon bei der Tür. So. Links. Dann rechts. Und dann sind wir eh schon bei der Tür da. Freigabe bestätigt. Gut. Credits. Ripper klingen. Sehr gut, den möchte ich ja wieder verwenden. Was? Schemata Sauerstofftank. Oh, okay. Plasmaenergie, Medipack, Medipack und einen Kneten. Sehr cool. Passt, dann haben wir das. So, dann schauen wir kurz weiter. Gut, sonst hat es da eine zweier Tür gegeben. Etage wechseln, Etage 3. Wie schauen wir da aus? Schaut auch sauber aus. Etage 2. Schaut auch sauber aus. Und Etage 1 schaut auch sauber aus. Okay, passt. Dann verlassen wir die Abbaustation wieder. Oder den Maschinenraum. Oh, Impuls. Projektile. Laden wir gleich nach. Ich bleib trotzdem dabei, wenn nur beim Ripper. So, jetzt müsste ich wissen, wie ich. Warte mal, da muss ich zurückgehen. Was schon wieder? Da muss ich wieder nach oben. So. Gut, dann muss ich da rein müssen. Ah, genau, das ist wieder der Raum. Sehr gut. Dann gehen wir ganz kurz zum Shop, damit wir das Schemata loswerden, was wir gerade gefunden haben. Jawohl. Perfekt. Gut. Sonst haben wir im Inventar eh nichts. Sauerstoffversorgung wird sofort auf Maximum aufgefüllt, ja. Vielleicht ganz praktisch, aber ob wir es einmal brauchen, keine Ahnung.